Buongiorno aus Bella Italia. Ja, wie vielleicht viele von euch wissen, sind meine Frau Beat, der Wolf und ich schon seit einigen Monaten unterwegs. Mittlerweile ist die 5-monatige Tour fast um. Wir sind jetzt hier in Zentral-Süditalien am Lago di Scandarello, einer der besten Großfischgewässer hier unten im Süden. Wir haben viel bereist, den Balkan mitbereist. Wir waren lange in Kroatien und Slowenien. Wollten eigentlich nach Bosnien noch, haben uns dann dazu entschieden, jetzt die letzten 3-4 Wochen hier in Italien zu verbringen. Ja, der Benjamin Schödel, mein alter Freund, wird in 2 Tagen hier ankommen. Und ihr wisst, wie das ist. Wir drehen hier einen kleinen Movie für euch. Und manchmal läuft es dann ja auch einfach nicht. Und ich hatte gestern das Glück, nachdem ich die Routen gelegt habe, um kurz vor 12 diesen brachialen Schuppenkarpfen zu fangen. Was für ein tolles Tier. Und da habe ich mir gedacht, nimm den doch einfach mal auf, weil wer weiß, ob uns Petrus auch wohl gesonnen ist und wir weiterhin oder beim Dreh auch solche Fische fangen. Ich sage erstmal herzlich willkommen zu der neuen In Session with Fox mit diesem wunderschönen Fisch. Ja, da fehlen mir auch die Worte, selbst nach so langer Angelzeit bin ich überwältigt. Was für ein Kämpfer. Bye bye. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es jetzt kurz nach 3. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen nach Italien. Ich werde dort Mike besuchen. Wir werden ein paar coole Tage verbringen. Ja, habe gute 15 bis 16 Stunden Fahrt vor mir. Habe auch nur 3 Stunden geschlafen. Das wird ein ziemlich anstrengender Trip jetzt. Aber ich habe richtig Bock. Ich habe Mike auch schon ein Dreivierteljahr nicht mehr gesehen. Das letzte Mal war in Berlin auf der Messe. Er freut sich genauso wie ich und ich denke, wir sollten starten. Auf geht's! Thank you.
Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Italien. Hallo nochmal. Ich bin da, ich bin angekommen. Gestern nach 17 Stunden Fahrt, sehr spät. Kurz nach 10 war es. Ja, geschüttet. Es hat in Strömen geregnet. Du hast mich netterweise eingewiesen hier. Ja, eine Rutschpartie, ne? Also du bist wirklich hier bis zum Platz geschlittert. Die Reifen sind Slicks. Aber es hat hier sehr lange nicht geregnet. Und Gott sei Dank scheint heute wieder die Sonne. Und die hat Kraft. Wir sind auf über 1000 Höhenmeter hier. Der See heißt Lago di Scandarello. Ist eines der besten Gewässer in Zentral-Süditalien. Der See hat sehr wenig Wasser, wie fast alle Seen dieses Jahr in Italien. Bis vorgestern hat es ja auch kaum geregnet. Und ja, ich bin sehr lange ja schon unterwegs. Ich verfasse ja mein Buch Schwerelos. Und Benny hat gesagt, oder die Firma Fox International, der Benny wird mich besuchen und hier ein kleines Filmchen drehen. Das freut mich unheimlich, vor allem, weil wir uns lange nicht gesehen haben und endlich wieder zusammen agieren können. Und stehen das erste Mal gemeinsam auch vor der Kamera für Fox. So sieht's aus. Und wollen hier einen dicken Fisch fangen für euch. Ich habe die Nacht zwei gehabt, beide über 15 Kilo. Das zeigt das Potenzial dieses Gewässers. Und ja, jetzt wollen wir mal sehen. Die Sonne lacht, es geht los. Ich habe ein bisschen Equipment bekommen. Die Jungs haben mir was mitgeschickt. Neue Bekleidung und vor allem, was ganz wichtig ist, die neue Taperid-Schnur. Ich habe die vorher nie gefischt. Ich finde die mega. Das ist die Schnur, die sich nicht verjüngt, sondern die zum Ende hin dicker wird. Und das auf beiden Seiten. Das heißt, man kann die changen. Und endlich kein Drall mehr auf den Schnüren, weil nach 4 Monaten Angeln, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie krass das war. Und wie viele Fische ich gefangen habe. Aber das werdet ihr alles sehen, wenn das Buch rauskommt. Benny, ich freue mich, es geht los. Geil, Alter. Und jetzt präsentieren wir mal deine Fische, ne? Ja, genau. Und schauen, was du gefangen hast. Machen wir. Da ist der erste von den beiden. Was für Flossen die Fische hier haben. Ganz langer Schuppenkarpfen. Jetzt kommt der andere. Ja, hier ist der nächste. Kann es anders sein, der Benny kommt und die Fische laufen. Der Fisch hat eine etwas andere Form. Wieder ein Schuppi. Wir haben 90% Schuppenkarpfen in dem See hier. Oh, jetzt komm mal her. Puh. Er will noch nicht. Schön. Die Spiegler sind rar. Mal gucken, ob wir einen fangen für euch. Die Routen sind gelegt. Den Platz, den wir hier befischen, ist eine große Landzunge, zentral gelegen im See. Die geht fast bis zur anderen Seite rüber. So haben wir die Möglichkeit, unsere Routen schön großflächig zu verteilen. Mike sitzt am Anfang der Zunge, angelt nach links und rechts raus.
Ich sitze vorne auf der Spitze und angel drumrum. Meine Ruten habe ich großflächig verteilt. Eine nach links raus auf 13 Meter am eigenen Ufer. Eine gegenüber. Da geht noch so ein Arm rein in die Bucht. Am Anfang auf 9,5 Metern. Dort habe ich auch relativ viel Futter verteilt. Und meine dritte Rute habe ich gegenüber sehr nah am Ufer auf 2,5 Metern abgelegt. Mit wenig Beifutter großflächig verteilt. Dort habe ich schon zwei Fische springen sehen. Und hoffe, einen von denen abfangen zu können. Aufgrund der ganzen Steine hier am See setze ich auf eine Safety-Clip-Montage mit einem D-Rig. Die Safety-Clip-Montage hat den Vorteil, dass wenn sich das Blei zwischen den Steinen verfängt, sich das Blei aus dem Clip löst und der Fisch wieder frei ist. Ja, das Wetter hat sich auch schon wieder gewechselt. Heute Morgen war es noch sehr warm und sonnig. Jetzt ist es bedeckt, es hat auch schon genieselt. Es war zwischenzeitlich sogar so stürmisch, dass wir die Zelte festhalten müssen, damit sie nicht wegfliegen. Ich bin sehr zuversichtlich, es springen viele Fische hier vorne in meinem Bereich, obwohl der Angeldruck sehr hoch ist. Also im hinteren Bereich sitzen noch drei Cams. Hier hinter mir zur Staumauer sitzen auch noch mal vier Cams. Es ist viel Betrieb am See, der Druck ist sehr hoch. Mike hat aber schon Fische fangen können. Das stimmt mich sehr positiv und ich hoffe natürlich, dass ich heute Abend oder in der Nacht meinen ersten Italiener fangen kann. Bitterkalt ist das hier nachts. Wir haben 4 Grad. 4 Grad. Geht hier rüber. Guter Fisch. Yes! Geil! Wow, was eine Maschine! Super! Ich fühle mich nicht so nah, wir haben es 4 Uhr morgens. Kann mal einer die Route nehmen hier? Thank you.
ja, ich habe diesen Fisch auf den neuen Curve Shank in Größe 6 gefangen. Perfekt gehakt das Ding. Und ich denke, bei der Körperform muss ich nicht erwähnen, was das für Fighter sind hier. Wir haben es wieder geschafft, in einem großen Stausee hier in Süditalien so ein Teil für euch zu präsentieren. Jetzt muss noch mein Freund Benny so einfangen. Das wird ihm auch gelingen. Super. Weg. Kann man nichts machen. Ja, ein wunderschöner Tag neigt sich dem Ende zu. Leider ohne Biss. Oh, ja, guck, so sieht das dann aus. Krebse, da ist kein Hakenköder mehr dran. Aber auch das sagt einiges über dieses Gewässer aus. Wir haben einen hohen Krebsbestand hier. Da war ein knüppelharter Killersbait dran. Und trotzdem ist er jetzt nach knapp 20 Stunden weg. Und das auf 15 Meter Tiefe. Benny konnte gestern Abend seinen ersten italienischen Karpfen fangen. Kein Riese, kleiner Schuppenkarpfen, aber ich denke, der Bann ist gebrochen. Und ja, heute Morgen ganz früh, den Fisch habt ihr ja gesehen, richtig geiles Teil. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, Ruten noch mal neu legen heute Abend, ein bisschen Futter drauf. Wir haben zwei Futterplätze angelegt, auf denen wir noch nicht angeln, wollen Vertrauen schaffen. Und hoffen, dass wir noch den ein oder anderen Großfisch hier vor die Linse kriegen. Meine Familie ist gerade wiedergekommen, die waren einkaufen, wir hatten nichts mehr zu essen. Gestern Abend habe ich noch ein bisschen improvisiert. Und jetzt freuen wir uns auf einen schönen gemeinsamen Abend, gutes Essen, vielleicht ein Gläschen Wein. Und wollen mal schauen, was die Nacht so bringt.
du ganz rechts schon irgendwo. Wir saßen gerade oben beim Frühstück, haben es uns schmecken lassen, da lief meine Rute ab. Er will jetzt so gar nicht, ist auch glaube ich noch gar nicht ausgedrillt. Ein schöner Schuppi, hat sich vollgehauen, ich habe auch nicht gerade wenig gefüttert. Da ist der Gute. Ist für mich der vierte Fisch nach dieser Nacht. Ich konnte noch zwei weitere fangen und einen Wels, den habe ich direkt wieder abgehakt heute Nacht. Die anderen beiden zeigen wir euch gleich noch, die sind da vorne in der Sling. Aber das ist ein richtig schöner, auch wenn es nicht der größte ist. Eine richtig coole Form. Geil, setzen wir den rein und zeigen euch die anderen beiden. Und der Püker hat geblenkt, das ist das Wichtigste, das freut ihn ja am meisten. Dass bei mir gar nichts lief, außer die Nase. Die lief. Ja. Er hat seinen Dicken ja schon. Gott sei Dank. Geil, hauen wir den wieder rein. Das ist der erste von heute Nacht. So eine lange Rakete. Ich denke, das dürfte so der Schnitt sein, der hier schwimmt, die Größenordnung. Davon gibt es hier sehr, sehr viele. Sie springen auch die ganze Nacht, selbst jetzt springen die ganze Zeit Fische auf den Plätzen. Ja, ich denke, da heißt es durchangeln, um noch einen der größeren zu bekommen. Aber einen guten habe ich noch im Sling. Den zeige ich euch jetzt. Der kann rein. Das hier ist der dritte aus der Nacht. Ein richtig schön goldener langer Schuppi. Ich habe die erste Nacht nur Fallenstellen gefischt, hatte dabei einen kleinen, der ist uns beim Film direkt von der Matte gehüpft, der war weg. Mike hatte seinen großen auf Futter, dann haben wir überlegt, was wir machen können. Ich habe dann auf viel Futter gesetzt, habe die ganze Spitze hier komplett drumherum gefüttert. Mike hat dann gesagt, damit wir uns hier nicht alles versauen, lässt er das Füttern mal komplett weg. Ja, ich würde sagen, die Nacht hat gezeigt, dass die Fische auf Futter anspringen. Hat ja schon erwähnt, 4 Fische die Nacht. Bei Mike leider gar nichts. Das heißt für uns jetzt Futter frei. Haut rein. Und den setzen wir jetzt wieder rein. Eiskalt. Da geht auch nichts drüber, ne? Über so eine eiskalte Cola, Benni. Ja, wir haben gute Laune, richtig gute Laune. Der See hat, Benni hat schon angesprochen, einen enormen Angeldruck. Hier vorne verläuft ein Ausläufer raus, der sehr weit in den See hineinreicht. Der war jetzt die letzten 5 Tage besetzt. Da saßen 3 Italiener drauf. Mir kommt es so vor, als wenn halb Italien hier im Moment auf Karpfen angelt. Ist natürlich auch ein Großfischgewässer, haben wir auch schon angesprochen. Wir werden da jetzt einen etwas größeren Futterplatz anlegen. Ich habe mich dafür entschieden, einen sehr hochwertigen Köder zu fischen. Unsere neuen Secret Do's kommen bald auf den Markt. Ist ein Hochprotein Liver Boilie. Den gibt es auch noch als Ananas, der heißt Poppy Pie dann. Dazu natürlich passend die Pop-Ups und einen Wave-Tar. Ich möchte jetzt gerne einen austarierten Hakenköder fischen. Durch den Angeldruck sind die Großen enorm vorsichtig. Wir kriegen nachts immer wieder einzelne Pieper. Ich denke, dass das Karpfen sind, die an unseren Plätzen fressen und sich nicht aufhängen. Wir legen die jetzt mal ab und ich zeige euch mal, wie ich das an so einem tiefen Stausee hier mache.
So, ich bin jetzt etwas über den Platz rüber gefahren, das mache ich ja gerne. Wir haben jetzt hier 11 Meter und ich denke, man sieht das hier. Wir sind fast in der Mitte von diesem Gewässerteil und das habe ich gerne. Das ist für mich ein Big Fish Spot. Die können von überall kommen, die können in Ruhe fressen und müssen nicht in irgendeine kleine Bucht, wo du dann einen fängst und die Fische sind wieder weg. Jetzt auf 11 Meter. Ich fahre jetzt ein ganz bisschen vor. Ich habe mir eine Markierung am Ufer gemacht. Und jetzt bin ich am höchsten Punkt des Ausläufers. Das heißt, er geht nach hier hinten wieder etwas ab und nach vorne ab und lege die jetzt ganz knapp über die Spitze, also nicht on top drauf, sondern ganz knapp dahinter. Wir sind jetzt perfekt. 9 Meter, es wird noch flacher, 9,40, 9,30. So viel flacher wird es nicht. Dann wird es gleich wieder tiefer. Ich drehe da gerne rückwärts. Viele von euch wissen das schon. Und vielleicht macht es der ein oder andere ja auch nach, weil man hat ganz, ganz viel Gefühl im Rig und man muss dann auf so enormen Tiefen, teilweise fischen wir ja hier auf 15, 16 Meter, nicht unbedingt Stiffrigs fischen, weil wenn man die einfach so runterfallen lässt, dann wickelt sich natürlich gerne das Geflecht oben um den Snack. So, die liegt sehr hart, ich hebe die noch einmal an, die liegt toll. Nochmal, zack, jetzt lasse ich die liegen und jetzt kann ich ganz genau an der Schnur runter gucken und kann erstmal zentral übers Rig direkt füttern. Noch ein paar Nüsschen rüber. Zu den Nüssen möchte ich euch auch noch was erklären. Wir kochen unsere Nüsse nicht, wir machen das anders. Aber dazu später noch mehr. So, das Ding liegt. Und jetzt entferne ich mich ein bisschen vom Rig. Gar nicht so weit. Was ich jetzt nicht möchte, ich möchte jetzt nicht vor dem Rig füttern. Das will ich überhaupt nicht, dass die Fische vielleicht beim Fressen die Schnur berühren. Also bleibe ich hier stehen. So, da geht die Schnur runter und fütter jetzt noch mal großflächig hinter das Rig. Noch mal Boilies. Und auch noch mal ein paar Nüsse. Super. Gerade gelaufen. Ich habe ein Wettrennen gemacht mit meinem Sohn, ich bin kaputt. Außerdem bin ich 40 geworden in diesem Trip und es gibt Tage, da fühle ich mich wie 70. Leider. Was hältst du von der Wetterfront hinter dir? Ich sage, wir fangen jetzt richtig Fisch. Weil da muft wieder einer nach Hause. Vielleicht kommt auch ein neues Erdbeben. Das weiß man ja nicht so genau. Die haben hier alle eine App, die Leute. Auf ihren Handys. Wir befinden uns hier direkt neben Amatrische. Amatrische hatte letztes Jahr am 24. August ein schweres Erdbeben. Die ganze Stadt hat es zerlegt. Das ist kein schönes Gefühl. Wir müssen da zum Einkaufen hinfahren. Benny war noch nicht da. Ich war jetzt zweimal in Amatrische. Und wir sind hier in Italien, da bauen die gar nichts neu auf. Ne? Man sieht wirklich noch das Hab und Gut der Leute in den Ruinen. Die dürfen da alle nicht mehr rein, das ist einsturzgefährdet. Und wenn man dann da so reinguckt und sieht Regale in Schlafzimmern, habe ich gesehen, da waren noch Decken drin und ja, einfach Wäsche von den Leuten.
und ist alles platt. Also die ganze Stadt ist zerstört und das ist auch ein Grund, worum mich bekannte italienische Karpfenangler, die hier leben, gebeten haben, dass die uns Angeltouristen, wenn man das so sagen kann, hier willkommen heißen. Also die möchten gerne, dass hier auch mehr Catch and Release betrieben wird. Es werden immer noch hier in Süditalien Fische tot gemacht. Und mit Netzen wird noch sehr viel hier gefischt, also am Turano und am Salto, wo ich war, diese großen Dinger hier in den Bergen, da wird wirklich noch viel mit Netzen geangelt. Und die haben zu mir gesagt, Mike, dreht doch da, das ist wunderschön, das ist der beste See hier in Italien mit den schwersten Fischen hier unten. Also sicherlich gibt es im Salto vielleicht noch einen schwereren Fisch, das weiß man in so einem großen See nicht. Aber hier ist die Fischdichte auch recht hoch, dreht da. Wir möchten das gerne und vielleicht kommen ein paar, die halt Angelkarten hier kaufen, die in den Supermärkten in Amatrice, weil das ist der nächste Ort hier oder die nächste Kleinstadt. Und also wir sind hier willkommen und das war auch ein Grund für Benny und mich zu sagen, Mensch, das ist doch schön, das ist eine tolle Gegend. Ob das jetzt gefährlich ist, weiß ich nicht. Also wie gesagt, die haben alle eine App auf dem Handy und da sehen die immer, dann haben die halt 2,8, 3,1, ich weiß nicht, was ist das, wie so ein Seismograph oder was, kein Plan. Und es ist wohl immer in Bewegung hier. Die Stadt Amatrice soll um 5 Meter gemoved sein. Einfach, wenn man jetzt ist, die 5 Meter woanders. Das ist schon heftig. Achso, ich mache eine Olympiade mit Beat. Ja, jetzt ist nächstes Rennen angesagt gegen Benny Schödel, der ist aber schnell. Ja, los, komm. Ja, ich sitze hier mit Beat. Und wir wollten euch das mit den Tigernüssen zeigen, ne Beat? Weil wir kochen die nicht. Es wird ja immer gesagt, oh, wenn dann gute Schleimbildung ist und so, dann sind die Tigernüsse perfekt. Wir machen das anders. Wir lassen die explodieren. Wir lassen die explodieren, genau. Wir packen die in Flaschen. Beat macht das ganz toll. Mit seinen kleinen Händen macht er die voll. Und dann lassen wir die ein bisschen flabbern. Mach mal auf. Kannst ruhig schon aufmachen. Ich erzähle gleich weiter. Jetzt passt mal auf und weglaufen gleich. Und jetzt geht's los. Jetzt schäumt das. Ihr seht das. Die hätten sogar noch ein bisschen gekonnt. Ja, ich dachte es, dass es mehr hochfliegt. Manchmal gibt es eine richtig kleine Explosion, wie Beat sagt. Aber man sieht das hier sehr schön, den Schaum. Und den ruhig mit aufbewahren. Wenn ihr das trinkt, Jungs, seid ihr besoffen. Da bildet sich Alkohol. Ihr könnt den Flavor eurer Wahl benutzen. Ein bisschen Sweetener mit rein. Und dann werden die Nüsse, also das ist richtig wie Kohlensäure. Und die fangen natürlich auch im eiskalten Wasser im Winter. Wir haben viel am Cassien früher gefischt, immer im Januar, Februar. Und die Tigernüsse bilden gar keinen Schleim, aber ihr hört das, wenn man die aufbeißt, das knackt richtig. Die Nuss ist weiß innen und es sprudelt richtig aus der Nuss raus. Sind richtig sauer. Und wie gesagt, ich glaube, ich habe schon leicht eine in der Mütze, wenn ich noch eine esse. Ist richtig gut. Du kannst sie reinkippen. Heute Abend richtig lecker essen. Es ist sehr bekannt, dass wir gerne und gut kochen beim Angeln. Und wenn das schon mal so ist, dass wir hier so einen Dreh haben und wir uns so zusammenfinden und ja, Beat und Simone haben auch immer Hunger abends, können wir es uns ja auch gut gehen lassen. Deswegen mache ich Frikadellen, selbstgemachte Frikadellen. Wir haben frisches Hack gekauft. Dazu eine Champignon-Rahmsoße, so richtig wie bei Oma früher. Erbsengemüse, schön vom Bonduelle aus der Dose, soll ja auch wie bei Oma schmecken und dazu Kartoffelpüree. Ich will euch mal einmal zeigen, das ist nämlich ein richtig schönes Rezept, habe ich in meiner Kochlehre mitgenommen, von meinem alten Chef Hans-Hermann Wegener. Also Hackfleisch, halb und halb, das werden jetzt so ein gutes Kilo sein, denke ich. Da hauen wir jetzt mal 3 Eier drauf. Zwiebeln schön fein gehackt. Ganz, ganz wichtig, Senf. Schuss Olivenöl. Reichlich Salz und Pfeffer. Bisschen windig hier. Pfeffere ich mich gleich mit ein.
Also wirklich, das soll ja noch was schmecken, ne? Gute Meersalz aus Kroatien, geht aber auch anderes. So, jetzt brauchen wir noch ein schönes Brötchen. Das habe ich hier schon mal eingeweicht. Ist das richtig? Also wenn das zu matschig ist und da zu viel Wasser drin ist, dann werden die auch matschig, die Frikadellen. Und das dann da rein. Jetzt wird das alles schön durchgemengt. Ich habe vorhin noch einen Karpfen gehalten. Mir die Hände nicht gewaschen bin ich. Und dann zeigen wir euch das gleich, wenn das auf dem Teller ist. Abgefahren. Da lief eben meine linke Rute ab, die hätte ich im Dunkeln vorhin erst neu gelegt, an die Spitze gegenüber, auf zwei Hände Futter. Da war ich gerade draußen im Drill. Da lief die zweite Rute ab. Da stehen die beiden Stöcker. Und jetzt hier. Zwei im Netz. Ein Schuppi und ein Spiegler. Ja, so kann das laufen. Die Fische stehen jetzt voll auf Futter. Jetzt habe ich hier die kurze Rute. Die Stalker, 9 Fuß. Das ist aber so eine krasse Kante hier. Lacht mich jetzt nicht aus, ich werde gleich auf den Eimer da klettern. Die nie rüber kriege. 16 Meter tief da vorne. Halb fünf, das ist halt hier die Beißzeit. Zwischen vier und fünf morgens beste Zeit. Ja, schöner kleiner Schuppi. Direkt im Wasser gelöst hier. Kleine Schlammpeizka. Oh, selbst das will er nicht. Ja, los, dann hau auch ab, ist auch gut. Ja, der nächste bitte.
Nun ist auch die dritte Angelnacht um. Benny hat wahrscheinlich besser gefangen als der ganze See hier zusammen. Gestern war Freitag. Es sind sehr viele Angler gekommen. Überall wurden Stellen angemoved. Jede Spitze war besetzt oder ist noch besetzt. Wir haben fast nichts gehört an Bissen. Die Leute haben sich mit ihren Schnüren, ja, ich sag mal selber, alles verbaut. Die haben über meine Plätze gestern geangelt. Wir sind hier zu Gast. Ich wollte kein Theater mehr. Ich habe dann alle Routen sehr kurz gefischt, habe noch mal ein bisschen mehr Futter eingesetzt, konnte einen fangen, den kleinen Peizka. Benny hat den einzigsten Platz gehabt hier, die Spitze lang raus, wo ihm keiner in die Quere kommen konnte, und hatte 4 Fische. Und das ist natürlich grandios. Er hat einen Spiegler gefangen. Es waren leider keine großen Fische oder wirklich großen Fische dabei. Wir werden heute noch mal alles geben. Vielleicht noch mal weiter in die Bucht über einen Umleiter angeln oder so. Aber das soll einfach für euch nur zeigen, wenn es am Wochenende richtig voll wird. Die Fische wissen das. Es gibt nicht umsonst diesen Big Thursday. An kommerziellen Gewässern wird das oft gesagt, dass kurz vorm Wochenende immer die großen Fische des Sees fallen. Und hier war es auch so. Wir konnten den großen vorm Wochenende Gott sei Dank fangen. Und jetzt wird es noch mal richtig schwer für uns. Nichtsdestotrotz, wir haben noch eine Nacht. Und solange wie die Ricks da unten liegen, kann immer noch der Riese kommen. Also es ist hier ein Fisch über 30 Kilo möglich. Mike hat es ja schon gesagt, die Nacht lief sehr gut für mich mit 4 Fischen. Wie ihr es gesehen habt, relativ früh in der Nacht hatte ich schon Doppellauf mit einem Schuppi und einem Spiegler. Das ist der Schuppi und den Spiegler zeige ich euch jetzt auch. Da ist er, der einzige Spiegler bis jetzt. Kein Riese, aber dadurch, dass der Anteil der Spiegler hier so gering ist, ein sehr besonderer Fisch. Freut mich ungemein. Dann setzen wir den auch schnell zurück. Nummer 3. Hat wie eigentlich alle Fische auf dem 25 mm Active Muschel von der Z-Baits gebissen. Mit einem pinken Plumpop ab oben drauf. Auf dem großen Futterteppich liefen die Jungs alle hier vorne auf der Spitze an. Geil. Den vierten Fisch kann ich euch leider nicht mehr zeigen. Der hat unaufgefordert die Schlinge verlassen. Ist ärgerlich, lässt sich aber leider nicht mehr vermeiden. Ich wollte euch noch ein bisschen was zu dem Futter erzählen, was ich hier verwende. Ich habe großflächig gefüttert, ich habe viel gefüttert. Angel von der Spitze aus an dem gegenüberliegenden Ufer, unten an der Kante, wo es ausläuft, auf 15, 16 Meter. Dort ist sehr weicher, lehmiger Boden. Habe am Anfang mit einem Stiff geangelt als Derek. Habe das dann aber relativ schnell wieder geändert. Und ganz normal mit unserem Reflex in 25 Lips No-Knot gebunden am 4er Curve-Shank. Hab noch ein Silikon-Tube über den Hakenschenkel gezogen und ein kleines Kontergewicht gesetzt, dass sich der Haken schneller dreht. Konnte so auch alle Fische sauber haken, alle Bisse verwerten. Hab einen Mix aus 20er und 25er Boilies gefüttert. Dem Active Muschel von HZ Baits. Das ist so mein Lieblingsbait aus der Range. Als Popper. Einmal einen fischigen, einmal einen fruchtigen Fluo-Popper. Dadurch verspreche ich mir, dass die Fische bei dem großen Futterplatz schneller auf den Hakenköder aufmerksam werden und sich dementsprechend auch schneller haken. Ich habe auch Single Hookbaits verwendet, hatte damit aber leider keinen Erfolg. Habe dann wieder gewechselt und konnte dann wieder Bisse verbuchen. Das Wetter hat sich heute geändert. Es ist sehr viel Wind aufgezogen, es ist bewölkt. Gegen Abend soll es noch mal stark regnen und gewittern. Vielleicht spielt uns das noch mal in die Karten, dass die großen Fische aktiver werden und wir vielleicht ja, noch einen dicken erwischen könnten. Das wäre super. Wollen wir mal schauen, was die letzte Nacht so bringt.
das ist definitiv der letzte Fisch, Leute. Ich habe angefangen, meine Ruten rauszukurbeln. Es schüttet wie in Strömen, es ist alles voller Schlamm. Wir haben Angst, dass wir mit den Autos hier nicht hochkommen. Wir werden hier mit den Autos nicht hochkommen. Und ich hatte auf dieser Rolle hatte ich sehr viel Unterschnur und habe gestern die Ruten weit rausgefahren, nochmal um alles zu geben. Dann habe ich die Schnur abgebissen, hatte die im Mund und wollte die Unterschnur runterziehen. Und in dem Moment merke ich an der Zähne, wie was zieht. Dann habe ich mir das schnell um die Hand gewickelt. Und jetzt ist hier wirklich einer dran. Was da jetzt wohl hochkommt. Ich denke, der Fisch hat gebissen oder hat den Bolli eingesaugt, weil ich das Rig bewegt habe. Weil ich habe schon angedreht und habe dann gedacht, ach komm, mach doch die Unterschnur ab. Dann hast du die wenigstens runter. Habe ich noch Glück gehabt, wenn die Schnur durch die Ringe geflitscht wäre, wäre er weg. Wollte unbedingt noch einen fangen, hab alles gegeben gestern. Aber dass der natürlich so den Hakenköder aufnimmt, hätte ich ja im Traum nicht erahnt. Und das ist kein schlechter Fisch. In the net. Ja, der Haken ist schon raus, hat sich von selbst gelöst. Secret Doe Serie hat den letzten des Trips. Nach 4,5 Monaten oder fast 5 Monaten Angeln ist das jetzt der letzte Karpfen. Ich werde ihn euch mal einmal präsentieren. Was für eine Schönheit. Guck mal, leicht angeschossen oben. Warte mal, jetzt sieht man es noch mal. Seht ihr das? Hat er mal einen mit der Harpune gekriegt. Ich danke dir. Der Trip war wundervoll, atemberaubend, schwerelos.